Jedes Mädchen hat ihre Geheimnisse. Jungs müssen ja nicht alles wissen. Die Jungs bringen uns nach Hause. Danke, dass ihr uns begleitet habt. Das ist echt lieb von euch. Puh, endlich. Ich kann mich entspannen und tun, was ich will. Ob Jungs wissen, wie Mädchen sich verhalten, wenn keiner da ist? Bestimmt nicht. Sie sitzen jedenfalls nicht da und lesen Philosophiebücher. Hier ist ein Sommerkleid. Oh, ich glaube, dieses Kleid ziehe ich gleich mal an. Warum liegt es hier eigentlich rum? Naja, auch egal. Es macht Spaß, in den Bettbezug zu schlüpfen, um mal abzuschalten. Fasst einfach die Ecken von innen mit den Händen und Füßen an. Ich versteck mich. Hey, ich will auch mitmachen. Warte, ich habe auch einen Bettbezug. Zwei lebende Bettbezüge. Was für ein seltener Anblick. Jedenfalls ist es gemütlich. Es macht umso mehr Spaß, wenn meine Freundin mitmacht. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Er will ein Foto von mir. Hilfst du mir dabei? Na schön, du bekommst ein Foto. Heb die Brust mit den Händen an, um einen Push-Up-Effekt für die Selfies zu erhalten. Und schick dann das Bild. So werdet ihr viele Komplimente bekommen. Schon wieder Schuppen? Aber warum? Meine Haare sehen schrecklich aus. Hilf mir! Mein ganzer Kopf ist voller Schuppen. Die sind sogar auf meinen Klamotten. Naja, das kriegen wir schon hin. Ich kenne einen Trick. Das hilft zwar nicht, die Schuppen zu bekämpfen, aber immerhin reicht es für den jetzigen Zeitpunkt erstmal aus. Entfernt den Aufsatz vom Staubsauger. Haltet euer Haar so, dass es nicht in den Schlauch gesaugt wird. Und saugt euer Haar ab. Also, ich sehe keine Schuppen mehr auf deinem Kopf. Deine Haare sehen wieder top aus. Hey, wohin gehst du? Oh, deine Strumpfhose. Siehst du diese Laufmasche? So kannst du nicht rausgehen. Schade, diese dünnen Strumpfhosen sind so empfindlich. Die gehen schnell kaputt. Ich muss mir neue kaufen. Naja, man kann zwar nichts dagegen tun, aber immerhin könnt ihr die Lebensdauer der neuen Strumpfhose verlängern. Bevor ihr sie anzieht, legt sie für eine Weile in den Gefrierschrank, taut sie dann auf und probiert sie an. Die Strumpfhose sieht gleich aus, aber die Fasern sind viel stärker. Tragt sie so oft ihr möchtet. Geht ihr während der Periode ohne extra Slip-Einlagen raus? Tut das lieber nicht. Aber wo soll ich die Einlagen denn verstecken? Soll ich die Tasche dafür nehmen? In der Tasche wird es zu sehr auffallen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Obwohl... Zieh mal deine Schuhe aus. Entfernt die Innensohle vom Sneaker und legt die Slip-Einlage darunter. Zieh die Schuhe dann wieder an. Das ist ein kleiner praktischer Tipp. Es gibt immer diesen Moment. Wenn ihr den Müll rausbringt, steht da plötzlich euer Schwarm. Warum passiert das immer wieder? Ich wollte mich doch schön zurechtmachen. Naja, es ist noch nicht vorbei. Bereitet euch auf die Transformation vor. Nehmt das alte Shirt von den Schultern und bindet die Ärmel unter der Brust fest. Entfernt dann den zerzausten Dutt. Und vergesst nicht zu lächeln. Haltet den Rücken gerade. Und er wird nicht wieder stehen können. Oh, schau dir mal deine Nägel an. Also, wenn du so rausgehst, kannst du den Club vergessen. Oh Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen. Was mache ich jetzt? Nimm doch einfach ein Pflaster. Klebt ein kleines Stück Pflaster auf den Nagel. Er soll denken, dass ihr euch nur den Finger verletzt habt. Du hast mich gerettet. Du bist ein Genie. Dieser Spaziergang dauert ja eine Ewigkeit. Ich kann meine Füße schon gar nicht mehr spüren. Hätte ich bloß nicht die Schuhe angezogen. Und er merkt es noch nicht mal. Warte, ich kenne einen kleinen Trick. Nimm einfach etwas blutroten Lippenstift. Ah, danke. Wende es auf deine Ferse an. Super. Mein Fuß blutet. Ich kann nicht mehr gehen. Oh Gott. Na los, spring auf meinen Rücken. Jetzt können wir weiter spazieren gehen. Mein Magen tut weh. Immer wenn ich so viel lache. Oh je, ich muss auf die Toilette. Aber es ist so peinlich, von meinen Freunden ins Bad zu gehen.
besonders wenn der Schwarm dabei ist. Prinzessinnen müssen nicht auf die Toilette gehen. Um sich ganz normal zu verhalten, müsst ihr nur ein wenig Toilettenpapier ins Klo werfen. Fertig! Jetzt könnt ihr ruhig euer Geschäft machen und keiner hört es. Das wäre sonst mega peinlich. Heute ist unser Jubiläum. Ich frage mich, was er für mich vorbereitet hat. Besondere Leckereien? Überraschungen? Mädchen platzen schnell vor Neugier. Aber ich kann es schnell herausfinden. Wir können es zum Beispiel mit unseren Smartphones rausfinden. Versteckt hier euer Smartphone. Positioniert die Kamera in die richtige Richtung. Versteckt am besten das Smartphone mit einem Teddybären und haltet die Augen offen. Teddy, jetzt bist du unser Spion. Macht einen Videoanruf. Überprüft deinen Bildschirm. Versteckt euch im anderen Zimmer und wartet, bis euer Freund auftaucht. Ah, er setzt sich aufs Sofa und hat ein Geschenk in der Hand. Er legt es hinter das Kissen. Ich will es unbedingt genauer wissen. Oh, er hat mich nicht enttäuscht. Ein Bär und ein Kleid. Wie süß. Legt das Geschenk aber wieder schnell zurück. Und vergesst nicht, überrascht auszusehen, wenn er euch das Geschenk überreicht. Bis jetzt ist es ein wunderschöner Tag. Alles läuft ganz normal. Oh, ich habe mein Bein nicht rasiert. Ich muss sofort die Haare loswerden. Soll ich meinen Rasierer vor ihm rausnehmen? Los nicht. Gott sei Dank, meine Freundin versteht mich besser als jeder andere. Hier, nimm dieses Spielzeug. Es lindert den Stress und entfernt die Haare. Das ist ja praktisch. Im Gummischlüsselbund steckt ein Rasierer. Jetzt könnt ihr die Haare schnell abrasieren. So ein cooler Schlüsselbund. Kann ich ihn behalten? Oh hey, warum hast du eine Yogamatte? Willst du trainieren? Klar, ich habe in letzter Zeit viel zu viel genascht. Ich roll die Matte aus. Heiliger Sport, das ist so anstrengend. Du kannst trotzdem eine gute Figur haben. Sei einfach schlau und etwas hinterhältig. Zieht enge Leggings an. Schneidet ein paar Löcher am Hintern aus. Ein Traumpost fertig. Zieht die Jeans an. Und fertig. Mal sehen, wer alles drauf reinfallen wird. Hey, willst du ein Bonbon? Ja, warte. Wie kannst du so viele Süßigkeiten essen, wenn deine Beine so aussehen? Nicht genug Bewegung und zu viel Schokolade. Sieh dich mal an. Ich bin nur ehrlich. Es gibt aber ein Lifehack. Nehmt eine Rolle Frischhaltefolie. Und wickelt die Beine damit ein. Zieht die Hose dann wieder an. Die Beine sehen viel schlanker aus. Aber für die Zukunft solltest du weniger Süßes essen. Du weißt doch, die Menge macht's. Männer sind manchmal schwer vom Begriff. Er bekommt gar nicht mit, dass ich eine Umarmung will. Es gibt aber einen bewährten Trick. Stellt euch vor, ihr hättet euch den Knöchel verdreht. Oder seid gestolpert. Und fallt dann in seine Arme. Er hat keine Wahl. Unser Experiment lief super. Die Methode funktioniert. Seid einfach vorsichtig. Nicht, dass ihr noch wirklich stolpert. Das Smartphone eures Freundes durchstöbern? Mann, bin ich neugierig. Mit wem spricht er? Welche Bilder speichert er? Aber was kann man tun, wenn er das nicht will? Es ist ganz einfach. Ihr müsst nur warten, bis er einschläft. Nehmt dann sein Smartphone und entsperrt es. Und die gesamte virtuelle Welt liegt in meinen Händen. Endlich kann ich sehen, was er so macht. Vergesst aber nicht, sein Smartphone wieder zurückzulegen. Das habt ihr doch bestimmt auch schon gemacht, oder? Mädchen haben nie Zeit zum Putzen. Aber wenn die beiden mit ihrem Freund skypen, müssen sie sehr vorsichtig sein. Okay, ich habe momentan keine Zeit zum Putzen. Gut, dass meine Freundin hier ist und ich ein paar große Bilder habe. Nehmt sie von der Wand und setzt sie zusammen. Das ist jetzt mein Hintergrund. Hey, ja, ich entspanne mich. Ich war so müde vom Putzen. Ah, ich glaube, es hat geklappt. Danke.
Jedes Mädchen hat dieses Problem, wenn die Unterwäsche im schlimmsten Moment kneift. Und man weiß gar nicht, wie man das am besten korrigieren kann. Immer dasselbe. Das nervt. Aber meine Freundin hat eine Idee. Lass den Rucksack von den Schultern bis zum Po runter. Und jetzt könnt ihr schnell euren Slip gerade rücken. Setzt den Rucksack wieder wie gewohnt auf. Puh, ein Glück. Keiner hat es mitbekommen. Wie fandet ihr unsere Lifehacks? Schreibt uns, was ihr als nächstes ausprobieren werdet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.